Danke für die einleitenden Worte und danke, dass ich da bei der OGD-Konferenz über die Umsetzung von OGD Graz sprechen darf und Ihnen unseren Erfahrungsbericht bringen darf. Über meine Funktion in der Stadt Graz, in der ITG, hat der Herr Pavel eh schon kurz gesprochen. Ich bin eben mit zuständig für die Open Government Strategie der Stadt Graz. Ich habe das Konzept gemeinsam mit einem Projektteam erarbeitet und wir haben das als Richtlinie im Gemeinderat beschlossen. Inhalt meiner heutigen Präsentation ist eben, wie ist Open Government Data, Open Government in Graz zum Thema geworden, das Umsetzungskonzept, die Inhalte des Umsetzungskonzepts, die auf diesem Umsetzungskonzept basierende Richtlinie und dann die Implementierung und Umsetzung, die Erfolgsfaktoren für dieses Projekt und die Hürden, die kleineren Hürden, die aufgetreten sind, beziehungsweise dann noch kurz zum Abschluss, wie wir weiter vorgehen. Open Government Data als Thema war schon bevor die offizielle Anfrage vom Gemeinderat Peter Mayer zu uns gekommen ist, war schon ein Thema. Wir sind von unterschiedlichen Personen aus der Wirtschaft, die Microsoft wollte mit uns ein Projekt machen, aus der Verwaltung, Wien, Linz hat gefragt, was tut ihr da, ist das bei euch Thema, aus dem E-Government-Umfeld, aber auch aus der Community angesprochen worden, was hat Graz davor? Und wir haben gesagt, vor einer politischen Willensbildung können wir nicht viel machen. Und diese Willensbildung ist mit Juni 2011 mit der Anfrage vom Gemeinderat Mayer gestartet worden. Parallel dazu hat, wie vorher schon am Podium erwähnt, ist die Gründung der Corporation OGD Österreich in die Wege geleitet worden. Wir haben im Juli diese Corporation OGD Österreich mit als konstituierendes Mitglied mitbegründet und haben uns dazu committed, dass wir die dort gefassten Beschlüsse mittragen und uns an die dort gefassten Standards halten wollen. Das war noch bevor wir irgendwie eine politische Meinungsbildung hatten, aber das sollte ja nicht hindern, dass wir sagen, wenn wir es machen, machen wir es in dieser Form. Eben parallel dazu, um diese Anfrage zu beantworten, wie wird Graz OGD betreiben oder wird es das betreiben, in welcher Form, haben wir eine Informationsveranstaltung mit den Entscheidungsträgerinnen im Haus Graz. Haus Graz ist jetzt die Stadt Graz, der Magistrat mit der Hoheitsverwaltung, die Holding Graz, die für die Daseinsvorsorge zuständig ist und alle beteiligten Unternehmen. Da haben wir eben den Vorstand der Holding, den Magistratsdirektor, den Leiter der Stadtvermessung, die Leiterin der Präsidialabteilung Statistik, alle Entscheidungsträger zusammengerufen und ihnen einmal das Open Government, die Prinzipien und Open Government Data, was steckt dahinter, vorgestellt. Das hat eben eine Weile gedauert, bis das möglich war, alle diese Entscheidungsträger zu einem Termin zusammenzurufen. Und das war Anfang Oktober, ungefähr gleichzeitig wie Linz mit dem Open Government Data Portal produktiv gegangen ist. Und wir haben einen Auftrag bekommen, ein Konzept für die Umsetzung zu erstellen. Dieses Konzept konnte ich dann im Jänner dieser Lenkungsgruppe wieder vorstellen und das wurde abgesegnet und das musste dann eben im Gemeinderat politisch beschlossen werden. Alles mühsam, also ich kürze das, weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Jedenfalls, wir haben das vorgestellt und am 15. März im Gemeinderat wurde das einstimmig beschlossen. Daraufhin haben wir Anfang April mit der Implementierung begonnen und haben in sehr kurzer Zeit am 18. Juni, wie schon erwähnt, unser Portal produktiv nehmen können. Im Umsetzungskonzept waren die wesentlichen Punkte Hintergrund und Geltungsbereich, was ist Open Government, was sind Open Government Data, welche formalen Anforderungen sind an so ein Portal, welche technischen Anforderungen werden gestellt und was benötigt es an organisatorischen Maßnahmen. Wir haben unseren Auftritt auch in so einem Phasenmodell geplant, wie das die Wiener und Linzer auch gemacht haben. Zuerst einmal einen Teil in Phase 1, dann den nächsten
und so weiter. Gleichzeitig war ein Teil dieses Konzepts natürlich auch der Zeit- und Kostenplan. Zum Hintergrund möchte ich diese eine Definition noch einmal bereitstellen. Wir wissen ja alle, was Open Government Data sind, was Open Government ist. Aber diese Beantwortung der Frage, warum sollte man Open Government Data betreiben, gefällt mir deswegen so gut, weil die Prinzipien von Open Government, die Stakeholder und die Potenziale sehr schön herauskommen. Nämlich die Offenlegung von Verwaltungsdaten wird als Mittel zur Steigerung der Beteiligung in einem gemeinsamen Werterstellungsprozess von Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Wirtschaft diskutiert, die damit einhergehende Transparenz von Daten informiert und steigert das von Daten und Informationen steigert das Vertrauen aller an Verwaltungsprozessen Beteiligter und führt zu neuen Geschäftsmodellen und festigt mittel- bis langfristig die bestehenden demokratischen Institutionen. Also die Prinzipien Transparenz, Kollaboration, Partizipation, die Stakeholder, Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Wirtschaft, die Potenziale, Innovationen, Wirtschaftssteigerung, neue Geschäftsmodelle, Vertrauen, Steigerung von Demokratie, alles in dieser kurzen Antwort enthalten. Jetzt zu den formalen Anforderungen aus unserem Konzept wieder für die Datenbereitstellung. Es gibt diesen Kriterienkatalog fürs Datenmonitoring mit den Punkten Geheimhaltung, Personenbezug, Urheberrecht, Nutzen, Kosten, inhaltliche Qualität, technische Verfügbarkeit, Synergie, Einhaltung der OGD-Prinzipien, wo jeder Datenkatalog aufgrund dieser Kriterien bewertet wird, ob er geeignet ist, veröffentlicht zu werden. Und die empfohlenen OGD-Formate. Diese beiden Punkte helfen oder haben uns sehr geholfen, unsere Daten bereitstellen zu können, beziehungsweise auch in der Diskussion mit den Fachabteilungen, welches Format wird gewählt, wie machen wir das. Das nächste, die organisatorischen Anforderungen. Wir haben da eigentlich erstmalig auch so richtig kundgetan, dass wir da in der Corporation OGD Österreich drinnen sind und dass wir uns an diese Vorgaben halten werden. Und haben jetzt in Graz ein OGD-Strategiegremium gegründet, das im Wesentlichen aus dem vorher genannten Lenkungsausschuss, also Entscheidungsträgerinnen aus der Verwaltung und der Politik besteht und das vor jeder Phase die inhaltliche, datenschutzrechtliche und technische Freigabe der Daten durchführt. Denn es gibt einige Daten, wo die Linz zum Beispiel veröffentlicht über die Struktur der Magistratsbediensteten. Das sind keine personenbezogenen geheimen Daten, aber da braucht es die Willensbildung der Verwaltung. Wollen wir diese Daten freigeben oder nicht? Und das sind nicht wir diejenigen, die das sagen können, sondern das muss von oben freigegeben werden. Datenschutzrechtlich, wir werden natürlich keine Daten, die Personenbezug haben, freigeben. Aber trotzdem noch einmal, dass ein Gremium drüber schaut, könnte da eine Rückführung passieren, dass es offiziell freigegeben wird und technisch, das betrifft jetzt wieder bei uns die Server des Portals, dass wir nicht irgendwas machen, was unsere Infrastruktur zu sehr belastet, bevor wir sie entsprechend ausgebaut haben. Und das OGD-Team besteht jetzt aus Mitarbeiterinnen aus der Verwaltung, die eben für die Daten Erstellung, Bereitstellung und die Eingabe der Metadaten im Portal zuständig sind. Dieses Team ist kein fixes Team, sondern ständig wachsend, hoffen wir halt, wo Personen aus den Fachabteilungen, die vermuten, dass sie Daten haben oder die mitarbeiten wollen und Daten von Interesse für Bürgerinnen und Wirtschaft bereitstellen wollen, die daran teilnehmen. Also das Team ist eben für die Arbeit zuständig, das Strategiegremium ist für die Freigaben und die Willensbildung. Technische Anforderungen in unserem Konzept haben wir das DataGVAD schon vorweggenommen. Wir haben gesagt, wir müssen unsere Daten so bereitstellen, dass wir sehr leicht in das DataGVAD eingebunden werden können und haben uns auch an die Richtlinien oder an die Vorgaben der Naming Convention gehalten, das heißt Data Graz GVAD, wie wir es in der Corporation OGD Österreich beschlossen haben. Phasenkonzept, in der Phase 1
haben wir keine besonders aufregenden Daten jetzt zur Verfügung gestellt. Das sind Daten, die wir bereits auf unserem Internetauftritt, allerdings nicht nach OGD-Kriterien, bereits zur Verfügung stellen. Das heißt, es sind Daten, die in irgendeiner Form schon veröffentlicht werden, halt nicht maschinenlesbar und nicht in den entsprechenden Formaten, nicht an einer Stelle und nicht mit den Metadaten versorgt. Aber sie sind schon veröffentlicht und daher war die Diskussion, ob wir die zusätzlich veröffentlichen sollen dürfen, nicht so groß. Wir veröffentlichen sie ja schon jetzt eben nach OGD-Prinzipien. In der Phase 1 haben wir eben Finanzdaten, Statistikdaten zur Bevölkerung, Points of Interest, die Hintergrund- oder Basiskarte, Orthofotos und Daten zu den Wahlen sowie die Gemeinderatsprotokolle der letzten 2 Jahre. Bei den Finanzdaten, das ist schon mal erwähnt worden, das war bei uns lustigerweise überhaupt kein Problem, dass wir die sowohl den Voranschlag als auch den Rechnungsabschluss auf Einzelpostenübersicht bereitstellen. Allerdings klingt das jetzt vielleicht toll, aber wir haben in Graz über 10.000 Finanzpositionen und da muss man sich erst einmal zurechtfinden. Also es ist dieser Voranschlag und dieser Rechnungsabschluss für Nicht-Insider, die sich in der VRV, also der Voranschlag- und Rechnungsabschlussverordnung, nicht bestens auskennen, nicht so hilfreich. Aber vielleicht wollen sich da Studenten einarbeiten und irgendwas Spannendes daraus machen. Phase 2 planen wir Daten zur Umwelt, dann die AGWR, also die Adress-, Gebäude- und Wohnungsregisterdaten, weitere Bevölkerungsdaten, also Statistikdaten, Eheschließungsstatistik, Sterbestatistik und Vornamenstatistik und die Daten der Graz-Linien. Da müssen wir aber erst mit den entsprechenden Fachabteilungen bzw. Geschäftsbereichen Kontakt aufnehmen und das genauer spezifizieren. Kosten. Wir haben in unserem Konzept die Initialisierungskosten mit ca. 40.000 Euro veranschlagt. Das wäre Aufbau der Infrastruktur, Software und Beratungsleistung. Wobei Personalaufwand ist bei diesen 40.000 Euro nicht drinnen. Den internen Personalaufwand, den wir dafür benötigt haben, der ist noch nicht abgeschätzt. Das müssten wir jetzt retrospektiv machen, damit wir das genau sagen können. Und für den laufenden Betrieb vermuten wir aufgrund der Erfahrungsberichte von Linz und Wien, dass ein Vollzeitäquivalent, aber das ist nicht eine Person, sondern die Arbeitsleistung einer Person auf alle Fachabteilungen über die Stadt Graz ausreichen sollte. Also am 18.03., stimmt nicht, das war der 15.03., war der Beschluss des Konzeptes als Richtlinie im Gemeinderat. Da ist ziemlich eins zu eins das, was als Konzept vorgelegt wurde, wurde als Richtlinie zur Umsetzung beschlossen. Anfang April haben wir ein Projekt-Kickoff mit der Solvistas gemacht. Die Solvistas hat... Bin ich gleich fertig. Die Solvistas hat auch in Linz unterstützt und... wir haben mit der Solvistas gemeinsam die technischen Rahmenbedingungen und Anforderungen abgeklärt und ein System, das ist ein virtueller Server auf Ubuntu mit Seekern, als CMS haben wir Drupal gewählt und die Datenbank ist PostgreSQL aufgesetzt und haben das in sehr kurzer Zeit eben wirklich produktiv nehmen können. Wir sind am 18.06., wie erwähnt, es war mir ein großes Anliegen, vor der E-Government-Konferenz, jedenfalls vor dieser OGD-Konferenz produktiv gehen zu können und das haben wir eigentlich gut und ohne gröbere Haken geschafft. Was waren während der Umsetzung die häufigsten Fragen von den Entscheidungsträgern, von den Politikern? Warum soll man das machen? Welchen Mehrwert hat die Verwaltung, dass sie jetzt Geld in die Hand nimmt, um die Daten in dieser Form zur Verfügung zu stellen und wieso sollen wir erlauben, dass andere mit unseren Daten Geld verdienen? Also das war am Anfang das überhaupt Schlimmste eigentlich, diese Vorstellung. Und dann noch die Sorge, wenn wir jetzt Daten bereitstellen, müssen wir das dann in weiterer Folge immer wieder machen? Haben wir die Verpflichtung, diese Daten, auch wenn wir sie jetzt nicht mehr erheben müssen oder nicht mehr brauchen, müssen wir sie dann nur mehr für OGD erheben?
Eben was ist, wenn wir diese Datenkatalog, wenn das nicht mehr unser Aufgabenbereich ist, wenn wir das irgendwie wem anderen vergeben und nicht mehr aktualisieren dürfen oder wollen. Die Haftungsfrage. Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Das war am leichtesten zu beantworten. Und was ist, wenn eben Daten verfälscht und missbraucht werden? Wieder Haftung. Und komischerweise die größte Sorge war die Bevölkerungsstatistik, wo ich gedacht habe, das ist die am wenigsten interessante Geschichte, dass alle werden wir jetzt mit irgendwelchen zielgerichteten Werbungen noch mehr bombardiert als vorher. Also, ja. Was bei uns im Gegensatz zu Wien und Linz ein bisschen mühsamer war, also das politische Interesse war nur mäßig. Wir haben zwar durchaus von Gemeinderäten der grünen und schwarzen Fraktion Interesse gehabt, aber nicht, dass wir einen Stadtrat oder einen Bürgermeister oder jemanden gehabt hätten, der sich das Thema umkenkt hat und gesagt hat, wir machen das jetzt auch, sondern auch vor den Politikern bei der Vorstellung von OGT, naja, so auf die Art, es geht wohl kein Weg vorbei, also machen wir es halt. Also der Enthusiasmus war überschaubar, aber wir sind durchaus unterstützt worden, das muss man auch sagen. Es ist uns nichts in den Weg gelegt worden. Für die Datenbereitstellung haben wir zeitlich mit der Stadtvermessung ein bisschen ein Problem. Die haben gleichzeitig ihren GeoPortal-Server bereitgestellt mit Geometadaten und hatten dadurch in der Datenerstellung, sind wir ein bisschen in Zeitnot gekommen, denn technisch wären wir schon Anfang Juni bereit gewesen, produktiv zu gehen, aber wir hatten noch nicht die Datensätze, die wir bereitstellen wollten. Und was wirklich mühsam ist, ist in der derzeitigen Ausgestaltung und Form die Eingabe der Metadaten in Seekern-Portal. Das kann derzeit wirklich nur jemand sehr IT-affiner und sehr OGD-begeisterter, das kann ich nicht allen in die Fachabteilungen einem normalen, unter Anführungszeichen, User übergeben. Und dadurch bleibt relativ viel noch im Kernteam, jetzt im OGD-Kernteam hängen, nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, dass die Dateneingabe in den Fachabteilungen erfolgt, sondern die schreiben das in Excel-Sheets und wir klopfen das dann ein. Und da hoffen wir auch, dass wir uns weiterentwickeln, zusammen mit DataGVAD, dass da Eingabemasken entstehen, auch für andere nutzbar. Was waren die Erfolgsfaktoren? Das Lernen von anderen. Wir haben uns eng an das KDZ-Vorgehensmodell, an die BLSG-Rahmenbedingungen und an die Datenportale Wien und Linz angelehnt. Wir haben geschaut, was passiert dort, wie schaut das aus, was können wir da nutzen. Wir haben dann aus diesen Vorgaben und Empfehlungen haben wir eindeutige Standards vorgegeben und gesagt, über die Lizenz braucht man nicht reden, die ist gegessen. Das ist CC BY und das haben wir festgelegt, wie die URL ausschaut, wie der Datenauftritt ausschaut. Die Metadatenstruktur wurde für uns rechtzeitig fertig, dass wir uns an die anlehnen konnten, die empfohlenen Kategorien. Was uns auch sehr, sehr geholfen hat, war eben die Möglichkeit, bei den entsprechenden Expertinnen in Wien und Linz nachfragen zu können, wenn Fragen aufgetaucht sind, wenn Bedenken aufgetaucht sind, wie würde Linz antworten, wie würde Wien antworten und mit diesen Antworten zurück zu unseren Entscheidungsträgerinnen zu gehen. Dann unser Projektpartner, die Solvistas, mit ihrem großen Seekern und OGD-Know-how die haben halt alles Mögliche schon gewusst und richtig abbilden können. Und wir sind eben zuerst zu den Low-Hanging Fruits gegangen. Das, was wir eh schon haben, stellen wir mal bereit. Das Projektteam war sehr engagiert und wir wollten produktiv gehen. Wir haben uns bemüht. Und was auch marketingmäßig für uns super war, wir sind zur gleichen Zeit, wie die Pressekonferenz unseres Datenportals war, sind unsere Daten schon in DataGV AD auffindbar gewesen. Wir haben dieses Projekt in Time and Budget abgewickelt, was durchaus nicht immer und mit allen unseren Projekten passiert. Wie geht es jetzt weiter? Wir wollen eine neue Ubuntu-Version, die eventuell ein bisschen performanter ist, da hakt es bei uns ein bisschen, einbinden technisch. Wir wollen ein neues Feedback, oder nicht ein neues, sondern ein Feedback-Formular entwickeln und bereitstellen.
Und wir fangen jetzt mit Planen der Phase 2 an. Es gibt jetzt dann Anfang Juli, initiiert auch von der Gemeinde, der grünen Gemeinderätin, mit ein paar Stakeholdern aus dem Umfeld FH und der Community ein erstes Brainstorming, wie gehen wir weiter vor. Wir wollen einen Roundtable etablieren und die FHs und TUs dazu bringen, dass sie in ihren Curriculen diese Anwendungsentwicklung und App-Entwicklung aufnehmen. Vielen Dank.